dabei auf der Bühne, nämlich als Stargast und schon zum zweiten Mal. Conchita heißt ja nicht mehr Wurst. Der ESC-Star aus Österreich kam gerade von einem anderen oder nein, eigentlich ja, würde man in Hannover denken, von dem Opernball, nämlich aus Wien. Ich war gestern bei unserem Opernball, der ja nicht minder bekannt ist und auch ein sehr eigenes Konzept hat, einen eigenen Charme und eigenes Flair. Und das ist hier ganz, ganz anders. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung. Ich möchte fast behaupten, dass es ein bisschen lustiger ist als am Opernball. Aber zu Wien passt auch diese Schwere. Oh, das ist mal eine Aussage, ne? Conchita ist auch nicht zufällig erneut in Hannover dabei. Der Sänger ist großer Fan des hannoverschen Opernballs. So schön hier zu sein. Ich habe mich so verliebt in Hannover und in diesen Ball, als ich das letzte Mal da war. Und es ist so toll, weil wenn man zwei Abende spielt, dann hat man irgendwie auch ein bisschen Zeit, die Stadt zu sehen. Man hat Zeit, sich zu akklimatisieren. Und ich habe es geliebt. Ich bin hier rein. Und bevor ich meinen Soundcheck gemacht habe, habe ich darum gebeten, dass ich eine Hausführung bekomme, weil ich ja wusste, was auf mich warten wird. Oder beziehungsweise war die Erwartungshaltung sehr hoch. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist wieder mal unfassbar, was dieses Haus auf die Beine gestellt hat. Ja, und auf die Beine stellt, denn Conchita ist auch heute ja nochmal dabei. Da geht der Opernball Hannover in die zweite Runde und unter den prominenten Gästen wird heute unter anderem Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwartet. Mal sehen, ob die auch im flotten Charleston aufs Parkett legt.